Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Haupt-Lüdenscheid-Map. Jawohl, es ist wieder soweit. Neue Folge, neues Glück. Ich würde sagen, wir ballern mal direkt die Einsatzstufe hoch, oder? Ich hab Bock. Wir werden heute richtig was leisten, hoffentlich. Und ich hoffe mal, dass alle Einsätze gut ausgehen. Und ein Schaltkasten im ja, Einsatz es geht ja schon gut los. Einen schweren technischen Defekt. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen starken elektrischen Schlag erleiden. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Ich glaube, das war ja der Entstördienst, den man da einfach gebraucht hat, oder? Ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, hab den Einsatz zu selten gehabt jetzt die ganze Zeit, aber ich hol mal die Polizei und den Entstördienst. Ich hoffe mal nicht, dass hier jemand entlang läuft. Ich hoffe auch nicht, dass sich da jetzt ein Feuerchen entzündet. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal den Fall gehabt, oder? Da hatten wir, glaube ich, auch so einen Kasten gehabt, der gefunkt hat und dann irgendwann hat die Butze daneben angefackelt. Das war nicht ganz so geil. Und ja, ich hoffe, das passiert jetzt in dem Fall nicht. Aber ich will auch jetzt die Feuerwehr dafür erstmal nicht rufen. Mal gucken, vielleicht ist der Entstördienst ja schnell genug da. Die Polizei ist auf jeden Fall gleich schon mal da. Ich habe die jetzt nur hingeschickt, sicherheitshalber, dass falls Personen hinlaufen, dass ich die, bevor sie an dem Schaltkasten ankommen, direkt erschießen kann, damit sie den Schaltkasten nicht berühren. Nee, Spaß. Und natürlich wollte ich die dann mit dem Megafon quasi davon fernhalten. Aber ich glaube, hier hinten läuft keiner rum. Das ist, glaube ich, ziemlich safe, was das betrifft. Brandeinfamilienhaus. Das klingt auch schon wieder sehr spannend. Ich hätte nicht gleich die Einsatzstufe auf Stufe 3 erhöhen sollen. Aber gut, wir wollen ja ein bisschen hier was zu tun haben, ein bisschen was erleben in der Folge und dann bietet sich das natürlich an. Ich hoffe, es ist das Haus. Ich sehe nämlich noch gar kein Feuer. Werden wir aber wahrscheinlich gleich sehen, bin ich mir ganz sicher. Vielleicht ist es auch irgendein anderes Haus, aber ich glaube, auf das wurde zentriert, oder? Ja, auf das wurde zentriert. Ja gut, dann werden wir da gleich auf jeden Fall was zu tun haben. Ich hoffe mal, da läuft doch eine Person. Jawohl. Komm, ich sammle gerade mal hier. Genauso wie er sammelt sicherheitshalber mal. Es kann sein, dass er hier einfach vorbeigelaufen wäre, aber sicherheitshalber machen wir es einfach mal so. Ja. So. Bin dabei. Ich glaube, bei uns ist der Entstördienst sogar mit Blaulicht ausgerüstet. Verstanden. Ich glaube, die haben beides drauf, gelbes und Blaulicht. Kommt drauf an, was halt gerade benötigt wird. Wenn es mal eng ist, dann ja. Ich tue gerade auch einfach mal die LED-Warnleuchte da hochklappen. Ja, hier immer noch kein Brand, immer noch alles gut. Es wird wahrscheinlich dann gleich schlagartig so eine riesen Explosion geben. Nach einem Terrorakt sucht die Polizei die Terroristen. Oh. Es konnten einige Wohnungen ausfindig gemacht werden, in denen sie sich aufhalten könnten. Befragen sie es wurden Wohnungen ausgemacht. Den genauen Standort ausfindig zu machen. Okay. Je mehr Zeugen sie befragen, desto präziser grenzen sie den Unterschlupf ein. Okay. Suchen sie dann die richtige Wohnung. Beeilen Sie sich. Ich beeile mich. Terroristen nicht entkommen. Das ist ja schon mal schief gegangen, aber ich habe jetzt leider gerade auch einen riesen Brand nebenbei laufen. Okay, da haben wir einen Streifenwagen schon in der Nähe. Da ist auch ein Streifenwagen in der Nähe. Da schicken wir gerade nochmal einen zweiten hin. Weil hier sind noch ein paar mehr Leute zu befragen. Ja, dann brauche ich auch wahrscheinlich gleich das SEK. Aber ich muss erstmal herausfinden, wo. Das ist die Sache. Okay, da kommt die Feuerwehr. Ich kann jetzt gerade gar nicht alles wieder im Blick behalten, wo hier die ganzen Leute sind. Und da ist auf jeden Fall auch jetzt Streifenwagen angekommen. Ja, kein Problem. Wir werden diesmal wahrscheinlich schon zugreifen, bevor wir die ganz genaue Position haben. Sobald sich da irgendwie ein Verdacht ergibt, stürmen wir die Butze. Eine Person ist zusammengebrochen. Hypertensive Krise, okay. Transportiert werden. Wir haben erste Hinweise, wo sich die mutmaßlichen okay, das Haus ist schon mal markiert. Wir müssen jedoch noch weitere Personen befragen, um sicherzugehen, dass wir die richtige Wohnung stürmen. Das SEK wird gerade mal hingeschickt. Habe ich das Falsche ausgewählt, weil der Wasserwerfer kommt? Es kann natürlich sein. Das schließe ich nicht aus. Kein Problem. Kann sein, dass ich gerade das Falsche aussehen ausgewählt habe. Weil Wasserwerfer, glaube ich, brauche ich bei einem Terroranschlag nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, aber wir müssen uns auch hier drum kümmern. Das ist ja jetzt wieder die Sache. Theoretisch, wenn man jetzt ganz gemein ist, könnte man theoretisch pausieren. Könnte dann quasi alles antippen, was man möchte. Okay. Und dann wieder auf Play drücken und dann steigen die aus und machen alles. Aber das wäre ja, glaube ich, ein bisschen zu feige, oder? So, da haben wir auch noch Personen, die befragt werden möchten.
Los geht's. Okay. Dann befragt mal schön, bevor wir die Bude wirklich dann stürmen mit dem SEK, weil mit den normalen Streifenpolizisten will ich da eigentlich ungern reingehen, wenn ich ehrlich sein soll. In Ordnung. Da ist auch noch eine Person, dann auf. Auf. So, da ist noch eine Person befragt worden. Hier haben wir auch noch eine. Sofort. Ich sehe da was, was mir gar nicht gefällt. Kein Problem. Macht mal hier einen Verteiler hin und dann da hinten bitte diese Hecke. Ja. Oder ist das nur ein Darstellungsfehler? Nee, ist kein Darstellungsfehler. Erwarte Befehle. Bitte ganz schnell. Bitte ganz schnell. So, da wird befragt. Dann haben wir hier tatsächlich die Wohnung bis jetzt. Ja, alles klar. Was geht? Verstanden. Ich bin kurz davor, da so reinzurennen. Da haben wir auch noch eine Person, die befragt werden möchte. Was geht's? Habe ich hier noch einen Streifenwagen parat, wo ich schnell da hinkomme? Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Ich weiß nicht, muss ich die jetzt einfach da reinschicken oder wie ist das? Waffe ziehen, reinrennen? Nee, kann ich nicht machen? Okay. Ich habe noch keine Ahnung. Wird gemacht. Ich habe noch keine Ahnung. Ich glaube, die eine Person fehlt jetzt nur noch für die Befragung. Erwarte Befehle. Sofort. Containerbrand. Ja, gut. Dann müssen wir uns auch da mal gerade drum kümmern. Sonst wird das ganz schlimm enden. Ja, da drüben brennt jetzt tatsächlich die Hecke. Das ist gar nicht so schön. In Ordnung. Okay, die Hecke ist aus. Hecke ist ausgebrannt. Hütte ist auch aus. Da will ich auch nicht, dass die Person mir wegstirbt. Wasserwerfer ist da. Ich glaube, ich habe das Falsche ausgewählt gehabt. Habe ich nicht... Habe ich vielleicht Veranstaltung Demo ausgewählt, statt irgendwie andere Sachen? Egal, ich würde jetzt gerne die Polizei da reinschicken, aber ich weiß nicht wie. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Ich weiß nicht wie. Vielleicht kann auch nur das SEK da rein. Jawohl. Erwarte Befehle. SEK kann rein. Ja, komm, dann reingeballert da. Aber sowas von. Verstanden. Müssen die Waffe ausrüsten? Ich frag nur mal so. Ich glaube, ich. Ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass es Chaos gibt, weil ich die ohne gezogene Waffe da reinschicke. Oh. Gar nicht so schön. Erwarte Befehle. In Ordnung. Sie haben das Gebäude gestürmt. Transportieren ja, alles Sie klar. den Terroristen. Erwarte Befehle. In Ordnung. Ich habe das Gebäude gestürmt. Ja, habe ich. Ich hoffe, ich habe die richtigen Leute festgenommen. Es sind 3 Stück. Höre. Was gibt's? Erwarte Befehle. Da ist nochmal ein SEK-Fahrzeug angekommen. Da sind nochmal lauter Polizisten drin. Ja. Verladet gerade mal die ganzen Gefangenen. Höre. Okay. Was geht's? 3 verschiedene Streifenwagen. So. Ist in Arbeit. Aber ich habe das Gefühl, es hat diesmal ein bisschen besser geklappt als beim letzten Mal, als wir diesen Terrorverdacht da hatten. Beziehungsweise diesen Terroranschlag oder was auch immer. Was gibt's? Die Personenfahndung zu dem Terroranschlag oder sowas. Nennen wir es so. Das kann wieder weg. Die können auch wieder weg. Höre. Ja, gut. Bin dabei. Gut. Haben wir irgendwie geschafft. Wie auch immer. Ich weiß nicht, ob der Wasserwerfer tatsächlich bei so einem Alarm mit dabei sein sollte. Ich glaube, kann sein, dass ich die falsche Stichwortalarmierung ausgewählt habe, mich verklickt habe. Falls ja, dann war das nicht geplant tatsächlich. Dann war das aus Versehen. Weil es sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, einen Wasserwerfer hier mit dabei zu haben. Aber wer weiß, so ein Wasserwerfer, der hat ganz schön Power dahinter, der kann gute Sachen anrichten. Jawohl. Bin bereit. Okay. Erwarte Befehle. Jawohl. Alles klar. So, da wird angefangen zu löschen. Ich habe Angst, dass hier die Hütte gleich wegbrutzelt. Deswegen nehmen wir gerade mal den Verteiler, bauen hier eine Wasserversorgung auf und dann schauen wir mal. Hier, die fahren gleich weg. Der Wasserwerfer kann auch wieder weg. Das SEK kann ich auch wieder wegschicken. Und die fahren jetzt erstmal die ganzen Leute wieder zurück. Die sind auch auf dem Rückweg. Oben haben wir noch die Feuerwehr rumstehen, den Einsatzleiter, den Rettungswagen und die Polizei. Jetzt habe ich auch so in die Polizei zurückgeschickt, statt auf Streife. Egal. Nicht ganz so wild.
Sofort erledigt gemacht. Ich habe vergessen, hier. Jawohl, das wäre eigentlich wichtiger. Was geht's? Erwarte Befehle. Eigentlich wäre das wichtiger, als jetzt Schlauch nehmen und. Naja. Ja, passiert. Wird erledigt. Ja, wird erledigt. Ja, bitte nicht anschließen. Alles klar. Lass es. Lass es einfach. Nimm lieber hier. Verstanden. Mach lieber das. Der eine macht es schon. Erstmal. Wenn das dann angeschlossen ist und das Fahrzeug mit Wasser versorgt wird, kümmern wir uns um den Rest. So machen wir es. So, lauter schöne Fotochen machen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Die sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Hier, das hat alles funktioniert. Außer natürlich, ja. Höre. Der Wasserwerfer, der passt nicht so ganz in das ganze Bild. So, Wasserversorgung steht. Dann kannst du jetzt hier den Schlauch nehmen und kannst ihn an den Verteiler anschließen und kannst dann hier anfangen zu löschen, weil der eine Kollege schafft es nicht so ganz. Ist doch ein bisschen viel für einen. Doch ein bisschen viel für einen. So, das ist abgehakt, die hypertensive Krise. Ich gehe mal wieder mit der Einsatzstufe ein bisschen hoch. Ja, es ist gerade recht Achtung, entspannt. Aus einer nahegelegenen Haftanstalt sind mehrere Strafgefangene geflohen. Es wird vermutet, muss ich gerade mal kurz pausieren. Kleinen Moment. Sie könnten bewaffnet und gefährlich sein. Wir haben wieder halb 11 Uhr abends. Nehmen Sie alle geflohenen Sträflinge auf, nehmen Sie sie fest und transportieren Sie sie ab. Und wie ja alle mittlerweile wissen, um halb 10, zwischen 10 und 11 Uhr geht Charlie aus dem Wohnzimmer und geht schlafen in ihr Bettchen. Und es ist wieder soweit. So, wir brauchen dieses Drohnenfahrzeug. Ich schicke das jetzt einfach mal hierher. Hauptsache, es steht irgendwo. Hauptsache, es steht irgendwo. Dann sind zwei Verdächtige auf der Flucht. Hier, die ganzen sind noch auf dem Weg zurück zur Polizeiwache. Ja, um halb 10 Uhr abends geht Charlie schlafen. Halb 10, zwischen 10 und 11, halb 11 rum meistens. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Und dann muss ich ihn aus dem Wohnzimmer lassen, weil ich mache halt immer die Tür zu, wenn ich aufnehme, damit einigermaßen Ruhe ist hier im Wohnzimmer. Und dann meldet sie sich immer, wenn sie raus will. Ein Passant wurde von einem Fahrzeug angefahren und verletzt. Der Fahrer des Fahrzeugs scheint ebenfalls verletzt zu sein und kann offenbar nicht aus eigener Kraft aus seinem Wagen aussteigen. Nicht schon wieder die Harpe-Toilette. Orientieren Sie sich dazu an Ihrer Aufgabenliste. Nicht schon wieder die Harpe-Toilette. Ja gut, dann schicken wir den ELW, der soll mal hier drinnen parken. Das HLF lassen wir mal wieder hier hinterfahren, wie meistens. Den Rüstwagen lassen wir wieder hier vorne. Rettungswagen parken wir auch gerade mal hier hinten, dann so schräg. Zweiten Rettungswagen, wie eigentlich. Leute, die den Einsatz kennen, wissen, wir brauchen keinen zweiten Rettungswagen. Für alle, die neu sind, ja, wir holen einen zweiten Rettungswagen, weil Fahrzeug und Toilette betroffen ist. So, haben wir das auch geklärt. Interessanter Fahrweg, auf jeden Fall. Wir sollten so schnell wie möglich eine SEK-Drohne starten. Nur so können wir die Sträflinge im Einsatzgebiet ausfindig machen. Ich starte gleich die SEK-Drohne, die habe ich hier irgendwo hingeschickt. Ja, theoretisch kann ich die auch einfach an der Polizeistation dann starten, gut ist. Was gibt's? So, Einsatzleiter ist schon mal angekommen. Bin bereit. Der kann eigentlich auch mal weiter hier reinfahren und parken, den brauche ich theoretisch eh nicht. Bin bereit. Die SEK-Drohne hat ein Ziel gefunden. Schön. Ist da jemand Achtung, in der Nähe? Sieht Sträfling so aus. Versucht zu entkommen. Sofort festnehmen. Also auf dem Bild, also auf der Minimap Achtung, sah es so aus, als wäre da jemand eine in der Person Nähe. Ist gestürzt und hat sich dabei verletzt. Sie aber anscheinend nicht, es ist nur die Drohne. Werden. Ah, okay, das hier hinten sind die anderen Fahrzeuge. Ah, das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Gebrochener Arm. Na super, ist gerade wieder Brechzeit. Arm- und Beinbrechzeit. So, dann haben wir hier Rüstwagen, wir haben den Rettungswagen da. Wir fangen jetzt gleich das Löschen an. Die SEK-Drohne. Ist ein Streifenwagen mittlerweile angekommen? Nee, ist nicht. Gut, dann schicken wir gerade nochmal einen los. Ist natürlich gerade wieder kein Streifenwagen hier in der Nähe. Nur der Wasserwerfer, der ist immer noch hier in der Nähe. Erwarte Befehle. Kein Problem. Wo ist er denn jetzt? Hier ist er. Bin dabei.
zu befehlen. Park mal hier. Fahr mal dahin. Ich glaube, den können wir da ganz gut abfangen. Was macht er? So, ich habe noch ein paar Sekunden Zeit. So, sind wir wieder zurück? Was geht's? Ja, komm, der rennt hier rüber. Perfekt, bleib einfach so stehen. So ist gut. So ist gut. Ja, bin dabei. Okay. Einer Pfeffer, eine Handschellen. So, du kannst ihn einfach umfahren. Ja, die amerikanische Polizei hätten ihn wahrscheinlich jetzt gerade einfach nur umgefahren. Alles klar. Ah, komm, die anderen machen das. Steigt wieder ein. Euch brauche ich wahrscheinlich gleich wieder. Dann geht mal auf Streife und euch schicke ich zurück zum Fahrzeug. So, Brände sind gelöscht. Dann machen wir hier weiter. In Ordnung. Machen wir hier weiter. Ich habe gerade irgendwie die Sicht wieder ein bisschen verdreht. Könnte theoretisch wegfahren. ELW kann auch gleich weg. Die SEK-Drohne hat ein Ziel. Ist in Arbeit. Das ging aber wieder schnell. Achtung, Sträfling versucht zu entkommen. Sofort das ging wieder schnell. Ist aber wieder kein Streifenwagen in der Nähe. Das ist natürlich wieder blöd. Bin bereit. Alles klar. So, aber hier brauchen wir jetzt gerade wieder die erwarte Befehle. Wunderbaren Abschlepper. Höre, wird erledigt. Bin bereit. Wie immer, Blaulicht aus, Heckwarner an. Wenn zeitlich möglich, mache ich das. Wenn zeitlich nicht so ganz möglich, dann natürlich nicht. Bin dabei. So, wie sieht's hier aus? Streifenwagen ist da. Schicken wir mal ein bisschen vor. Dann hat man es am angenehmsten. So, wunderbar. Direkt vor die Füße gefahren. Und der rennt trotzdem als weiter auf die zu. So, dann haben wir das auch geschafft. Würde ich sagen. Person ist rausgeschnitten, im Fahrzeug ist keine Person, kennen wir schon mittlerweile. Dann einmal gerade noch einen Abschlepper anfordern. Der Rüstwagen kann wieder zurückfahren, der Rettungswagen kann man einen Meter näher dran fahren. Und der andere Rettungswagen schicken wir einfach wieder weg. So, so machen wir es. So machen wir es. Hier, Streifenwagen, kann auch auf Streife gehen. Alles klärchen. Das läuft doch. Ab ins Krankenhaus. Aufladen, dann auch ab ins Krankenhaus. Hier, Person ist festgenommen. Kann die Drohne quasi auch wieder weg. So, die landet gerade. Sehr schön. Dann können wir gerade das Fahrzeug wieder wegschicken. Dann können wir gerade das Fahrzeug einfach wieder wegschicken. Jawohl. Ja, ist in Arbeit. Bin bereit. Jawohl. So, Gefängnisausbruch ist somit dann abgehakt. Gebrochenes Bein ist gerade auf dem Weg zurück zum Krankenhaus. Oder zum Krankenhaus. Ich sage immer zurück zum Krankenhaus, aber nee, auf dem Weg ins Krankenhaus. Das haben wir noch nicht abgehakt komplett. Das ist auch auf dem Weg ins Krankenhaus. Alles klar. Passt auch soweit. Dann Streifenwagen können wir auch losschicken. Ich habe zwei Abschlepper bestellt. Rettungswagenbesatzung nimmt gerade hier die Person auf. Hat anscheinend gebrochenes Bein brauchen wir keinen Notarzt. Und da kommt auch schon der erste Abschlepper angefahren. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Und es funktioniert auch sogar direkt. Das ist noch schöner. Das freut mich wirklich. Das freut mich wirklich sehr. Wenn es so auf Anhieb funktioniert. Ja, alles klar. Wenn es auf Anhieb so funktioniert, dann bin ich glücklich. So, die Frage, wann jetzt der nächste Abschlepper kommt, aber ich denke mal, der wird auch gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Da kommt er. Perfekt. Das läuft ja immer besser. Das läuft ja immer besser. So, den Notarzt kann ich gerade wegschicken. So, jetzt kommt's drauf an. Enttäuschst du mich oder enttäuschst du mich nicht? Pure Enttäuschung, ich sehe es jetzt schon. Gut, dann muss ich den einfach mal so näher hinschicken, händig, und dann nochmal hier drauf, und dann soll das eigentlich funktionieren. Ja, perfekt. Ja, so funktioniert es meistens. Gut. Ah, ist auch ein schönes Fotochen. Bus, Abschlepper, Rettungswagen, Polizei. Lauter schöne Fahrzeuge auf einem Fleck. Außer das, was auf dem Abschlepper drauf ist. Das sieht nicht mehr so ganz so schön aus.
Ja, perfekt. Haben wir auch abgeschlossen. Haben wir auch abgeschlossen. Gefängnisabbruch ist fertig. Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Ja, den Verkehrsunfall hatten wir tatsächlich noch nicht. Ich weiß nicht, wie viele Personen da beteiligt sind oder betroffen sind. Ich sehe keine hier außen rumstehen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass beide wahrscheinlich im Fahrzeug eingeklemmt sind. Nicht ganz so toll. Nicht ganz so toll. So, Rettungswagen parken wir hier, Rettungswagen 2 parken wir hier. NEF, ja, kann man theoretisch auch einfach hier auf dem Bürgersteig parken, da muss er nicht so weit laufen. Funkstreifenwagen macht hier einfach mal die Straße dicht, parkt einfach hier hinten und von der anderen Seite machen wir genau das gleiche Spiel. Machen wir einfach hier quer, fertig, aus. So, dann heißt jetzt abwarten, bis die Fahrzeuge da sind. Hier unten kommt schon das erste Feuerwehrfahrzeug gefahren, ist gleich schon am Einsatzort hier angekommen. Natürlich der ELW. Er ist immer zuerst da und den brauche ich am wenigsten. Aber gut, ist halt realistisch. Ich höre aber auch die Polizei schon, die ist auch gleich da. Die ist, glaube ich, an der Straße da hinten gerade. So, Heckwarne an, wenn wir das schon haben, machen wir das an. Brauchen wir hier zwar überhaupt nicht, aber ich finde es halt einfach cool. Ich finde es halt einfach cool, machen wir es so, ganz einfach. So, Feuerwehr ist auch da. Bin dabei. Hola. Ja. Bitte einmal komplett ausrüsten. Ja. So, LED-Matrix, Vollsperrung. Ist dicht, kommt keiner vorbei. Bin bereit. In Ordnung. So, wunderbar. Wunderschön. Wunderschön. Hier machen wir auch noch den Heckwarner an, einfach weil wir es können. Hier haben wir die Matrix an. Rettungswagen brauchen wir jetzt nicht unbedingt die Heckwarner. Würde ich sogar sagen, macht mal euer Blaulicht aus, sonst kriegt man hier noch ganz Bluna. Bin bereit. Reicht für die Feuerwehr das Blaulicht an, hatten die Polizei. Ja. Kein Problem. Ja. Jawohl. So, die erste Person ist befreit, die zweite befreien wir auch direkt. Ich weiß nicht, ob er jetzt schneller ist, er oder er. Er ist schneller, oder? Ja. Ja, er ist schneller. Gut, dann kann der Rüstwagen quasi wieder abrücken. Höre. Wird gemacht. So, hier machen wir auch gerade mal die Matrix an, Vollsperrung. Sieht man zwar ein bisschen schlecht, aber ich glaube, man kann es trotzdem erkennen. Das sieht auch schon wieder so cool aus irgendwie. Muss ich auch schon wieder ein Fotochen machen, gefällt mir nämlich gerade die Szene hier. Finde ich recht schön geparkt. Gut, zweite Person ist auch befreit. Zweite Person ist auch befreit. Haben wir direkt zwei verletzte Personen, zwei Rettungswagen da, ein Notarzt. Das sollte eigentlich passen. Da ist keine Person mehr drin und hier... Oh! Was gibt's? Hier ist eine weitere Person noch drin. Dann, ja, auf, Rettungswagen. Dann brauchen wir doch noch einen. So, der Notarzt ist fertig da behandeln. Er kann sich dann gerade eigentlich mal um die nächste Person kümmern, während hier der Rettungswagen... Person aufnimmt. Vielleicht schafft es aber auch hier der Notfallsanitäter. Notfallsanitäter Brandschutz. Okay. Was auch immer mir das sagen will. Okay, da war noch eine Frau drin, die ein bisschen leicht bekleidet aussieht. Was habt ihr denn für Sachen gemacht, als ihr hier losgefahren seid? Kein Wunder, es ist zum Unfall gekommen. Eieiei. Böse, böse. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Hypertensive Krise im Wasser. Nirgendwo. Unter der Welt. Unter der Map. Ah, doch hier oben. Okay, wurde gerade ein bisschen komisch hingezoomt. So, Notarzt. Rettungswagen. Okay, brauchen wir theoretisch doch noch einen Notarzt. Wobei, eigentlich brauchen wir keinen. Rein spielerisch, sagen wir mal so, brauchen wir keinen mehr. Auf die Realität bezogen. Bin bereit. Okay. Würde ich sagen, ja, wir brauchen nochmal 1 bis 2 Notärzte. Weil wenn hier ein Notarzt von einem Patient zum nächsten rennt, das ist auch nicht ganz so perfekt. Aber gut, das will man machen. Ich habe jetzt nochmal einen zweiten angefordert. Vielleicht brauchen wir sogar noch einen, falls wir für den Rettungstransport hier quasi noch einen weiteren Notarzt brauchen sollten. So, er kann sich jetzt mal um die Person kümmern.
Die nächste ist nämlich Heiler. Wo zoomt das denn immer hin? Da. Rettungswagen ist schon da. Das ging aber schnell. Das ging aber tatsächlich schnell. Was gibt's? So, Umfeldbeleuchtung mal an. Hier kannst du auch mal die Umfeldbeleuchtung anschalten. Der braucht einen Notarzt. Ja, habe ich mir gedacht. Wir brauchen bestimmt drei Notärzte hier letzten Endes. Bin bereit. Wie sieht's denn hier aus? Schädelbasisbruch, da brauchen wir einen Notarzt. Hirnblutung, wir brauchen noch zwei Notärzte. Also, beziehungsweise der eine kommt hier schon, der andere, den rufe ich jetzt. Weil wir haben wirklich sehr, sehr, sehr schwere Verletzungen hier. Was gibt's? Erwarte Befehle. Sehr, sehr schwere Verletzungen, tatsächlich. So, wie sieht's aus? Da warten die auf einen Notarzt. Hier wollte ich eigentlich die eine Person aufnehmen. Erwarte Befehle. Und da warten wir auch noch auf einen Notarzt, weil er kann hier die Person nicht behandeln mit der hypertensiven Krise. Können wir gerade mal das Blaulicht ausschalten. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. So, Umfeldbeleuchtung noch an. Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Stellen Sie Ihren Zustand fest. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Ja, gut. Was haben wir denn da? Vier verletzte Personen wieder. Wir brauchen wieder den Kran. Verkehrsunfall wieder bestellen oder nicht? Ja, komm, wir gehen einfach mal auf Verkehrsunfall wieder. So, da haben wir zwar wieder zu viele Fahrzeuge da, die wir gar nicht brauchen, aber es ist halt einfach, glaube ich, realistischer, wenn ich hier ein paar mehr Fahrzeuge habe. Rüstwagen, Rettungswagen parken wir wieder hier an der Straße. Den Einsatz hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. Funkstreifenwagen auch hier, machen wir hier dicht. Wir brauchen aber noch den Kran, den darf ich nicht vergessen. Feuerwehrkran hier. Damit müssen wir nämlich den Felsklotz hier runterheben von der Person. Dann brauchen wir noch zwei weitere Rettungswagen plus NES. Es sind anscheinend keine NES mehr frei gerade. Das ist natürlich schwierig. Ah, das ist ja direkt gegenüber von der Polizeistation, sehe ich ja eben erst. Wir hatten den Einsatz schon ein paar Mal gehabt. Was haben wir denn hier? Vergiftung, Überdosis. Wir haben tatsächlich gerade Notarztmangel. Was geht? Okay. Was gibt's? Ist in Arbeit. Na dann, dann wird's interessant. Bin bereit. Kein Problem. Dann wird's tatsächlich interessant. Die Abschlepper waren schon da, fällt mir gerade mal auf. Sie sieht echt ein bisschen leicht bekleidet aus. ein bisschen. Ja, alles klar. Höre. Bin dabei. So, Notarzt ist auch hier angekommen. Jawohl. Das ist gut. Rettungswagen. Bin bereit. Rettungswagen. Ah, ich hab den. Ich hab dann Streifenwagen hingeschickt statt zum Notarzt. Okay. Wir haben echt Notarztmangel. Alternative wäre jetzt wahrscheinlich noch Rettungshubschrauber holen. Okay. Höre. Kann ich den hier irgendwie landen lassen? Ja, kann ich. Dann hole ich mal einen Rettungshubschrauber. Am besten wären sogar zwei eigentlich. Weil ohne Notarzt ist echt kacke. Ja, kein Problem. Ohne Notarzt ist nicht schön. Vielleicht habe ich gleich wieder einen frei, wenn ich mich jetzt hier mal so ein bisschen beeile. Die schnell im Krankenhaus sind, aber die haben eine weite Anfahrt zum Krankenhaus. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das kann jetzt gleich eng werden. Er braucht zum Beispiel einen Notarzt, er nicht. Ja, wir haben gerade ganz schön viele Rettungswagen unterwegs. Höre. In Ordnung. Bin bereit. Höre. Ich weiß nicht, ob der Notarzt hier begleiten muss oder nicht. Wenn er nicht begleiten muss, dann schicke ich den gleich dahin. Okay, der nächste, der einen Notarzt braucht. Ja. Das ist halt gar nicht fein. Wird erledigt. Das ist halt wirklich gar nicht fein. Bin dabei. Ja. Jawohl. Mal, ob ich den zweiten überhaupt rufen kann. Nee, kann ich gar nicht. Okay, das ist kacke. Das ist nicht gut. So, einmal schnell landen. Hier habe ich ein bisschen ausgeleuchtet. Ich warte jetzt noch auf den Feuerwehrkran. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Dann können wir hier die andere Person auch noch befreien. Da brauchen wir bestimmt auch nochmal einen Notarzt gleich. Das ist nicht gut. Bin dabei. Das ist echt nicht schön. Bin bereit. Verstanden. Was geht's? So, er braucht jetzt bestimmt auch gleich einen Notarzt, weil hier Blutung. Ja, das war klar. Sofort. Das war klar.
Was gibt's? Ist in Arbeit. Der Feuerwehrkran, der dauert immer so lange, bis der da ist. Das ist so zeitaufwendig. Übertensive Krise. So, der Hubschrauber ist ja gelandet. Da müsste ja eigentlich ein Notarzt dabei sein, oder? Bin bereit. Notfallsanitäter, Pilot, Notarzt, Rettungshubschrauber. Jawohl. Da haben wir den ersten. Er sieht schlimmer. Oder er sieht schlimmer aus. Er sieht schlimmer aus. Gehen wir gerade mal zu ihm. Da haben wir wenigstens einen Notarzt gerade mal hierher geflogen. Der andere Hubschrauber kommt nicht in der Nacht gerade. Der braucht auch Notarztbegleitung. Oh je. Das ist echt. Ich hoffe, der Notarzt vom Rettungshubschrauber, der macht einen guten Job jetzt. Stressig für den. Ich werde gleich mal gucken, ob ich einen weiteren Notarzt noch anfordern kann. Zu Befehl. Ob schon ein Rettungswagen vielleicht im Krankenhaus angekommen ist und wieder startklar ist. Ja. Zwei Notärzte sind wieder frei. Dann schicke ich die gerade mal direkt hierher. Werden wir brauchen. Was gibt's? Der Kran kann direkt mal anhängen. Die eine Landestelle können wir wieder entfernen. Okay, da wird fleißig behandelt. Der erste Rettungswagen kann auch schon wieder weg. Bin bereit. Ja, die beiden Notärzte sind tatsächlich schon wieder bestückt mit Notärzten. Das ist gut. Die waren jetzt auch schnell da, weil es in der Nähe vom Krankenhaus ist. Das ist jetzt ganz praktisch gewesen. Gut, dann ist die Situation, würde ich sagen, ziemlich entschärft. Dann ist die Situation ziemlich entschärft. Das ist gut. Das ist gut. So, der Kran, wie sieht's aus? Ja. Okay, er ist noch dabei, gerade am Stützen ausfahren und anpassen und ja, das läuft. Auf jeden Fall. Das läuft auf jeden Fall. Da wird auch fleißig behandelt. Den Notarzt brauchen wir gleich. Er kann schon mal seine Tasche nehmen. Notruf. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie das ist ziemlich in der Nähe von der Feuerwehr. Oh, habe ich ein bisschen nah geparkt. Das muss ich gleich nochmal umparken. Die Feuerwehr sollte recht schnell da sein. So, Notarzt. Ja, bin dabei. Bin nur gerade am überlegen, ob ich den Rettungshubschrauber wieder wegschicke. Wo rennt er gerade hin, automatisch? Ja. Ich weiß nicht, was er macht. Ich habe eigentlich nichts ausgewählt bei ihm. Ja. Ist in Arbeit. Ja. Weil eigentlich brauche ich den Hubschrauber nicht. Ich würde ihn jetzt wegschicken. Ich würde sagen, er kann wegfliegen ohne Patient. Wir transportieren mit Rettungswagen. Höre. Weil, wie gesagt, brauchen wir eigentlich aktuell nicht. Wir haben Rettungswagen da. So aussehen falsch ausgewählt. Dann kann der weg. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Höre. Verstanden. Erwarte Befehle. Jawohl. So, bisschen nah dran. Bisschen Sicherheitsabstand muss man ja auch einhalten. Gerade mal Schnellangriff bitte. Und dann sollte dieser Brand eigentlich recht schnell unter Kontrolle sein. Dieser hier nicht. F1Y. Nimm mal F2Y, oder? Es wird nämlich wahrscheinlich ziemlich böse enden. So, HLF. LF. DLK parken wir hier. HLF parken wir hier. LF parken wir hier. Wir müssen auch gucken, dass wir von hinten da anfangen zu löschen. Deswegen LF ziehen dahin. Eine weitere DLK parken wir mal hier, weil ich denke, bis wir hier komplett ausgerüstet sind, brennt auch dieses Gebäude. Gerätewagen Atemschutz brauche ich nicht, sage ich immer wieder dazu, weil ich diese Atemschutzlogik nicht anhabe. Rettungswagen parken wir gerade mal hier. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich parke die dann um, wenn ich die brauche. NEF parken wir gerade mal hier drüben. Leitender Notarzt parken wir auch gerade mal hier. Funkstreifenwagen, der soll mal hier die komplette Straße dicht machen. Hier ist noch ein Streifenwagen, auch dicht machen. So. Ja, es kommt das Zelt. Ich habe ein bisschen arg übertrieben, aber gut. Lieber mal ein bisschen zu arg übertrieben als letzten Endes zu wenig Rettungsmittel da. Ja. Höre ich hier gerade eine Feuerwehrsirene? Ja, wir sind ja in der Nähe von der Feuerwehr. Die rückt jetzt aus, ja. Genau hier ist die Feuerwache. Also hier Polizei, da Feuerwache. Sehr cool. Ja.
ist in Arbeit. Erwarte okay. Befehle. Ja. Zu Befehl. Bin bereit. Okay. Erwarte Befehle. Bin dabei. So, die können auch ins Krankenhaus fahren. Okay, die Einsatzleiter sind schon da, die Rettungswagen sind auch schon da. Die haben ein bisschen komisch geparkt gerade. Egal, Einsatzleiter ist auf jeden Fall da. Das ist schon mal die halbe Miete. Ja, noch brennt das Gebäude hier vorne nicht. Das wird aber sehr wahrscheinlich bald. Wir müssen dann hier reingehen, die Personen retten, ganz wichtig. Höre. Erwarte Befehle. Verstanden. Da rückt die Freiwillige Feuerwehr aus. Das Fahrzeug haben wir auch verdammt oft im Einsatz, muss man sagen. Da brauchen wir eine Notarztbegleitung. Kriegen wir hin? Verstanden. Erwarte Befehle. Was haben wir denn hier? Innere Blutung. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Ja. Das ist tatsächlich nicht schön. Jawohl. Da brauchen wir auch Notarztbegleitung. Bin bereit. Kein Problem. Achtung. Eine Person ist gestürzt und hat sich dabei verletzt. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Ja, kein Problem. Erwarte Befehle. Alles klar. Ja. So, Gerätewagen ist auch da. Die DLK ist da. Die können wir gerade mal platzieren. Der nächste Einsatzleiter ist auch da. Bin bereit. Die ersten Löschfahrzeuge kommen auch an. Die Freiwillige Feuerwehr ist angekommen. Sofort. Was gibt's? Alles klar. Bin dabei. Ja? Bin dabei. Erwarte Befehl. Sofort. Erwarte Befehl. Jawohl. Gerade mal hoch konzentrieren. Okay. So. Ist in Arbeit. Dass ich schnell was aufgebaut bekomme. Ja. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. So. Die DLK löscht ohne Schlauchverbindung. Jetzt nicht mehr. Sie hat wenigstens mal kurz so getan. Okay. Sie hat kurz so getan. Bin dabei. Rettungsdienst, gebrochenes Bein. Das läuft soweit. Ich fange jetzt auch gleich an, die anderen Personen da zu retten. Ich brauche noch einen Notarzt. Für den Transport hier. So. Dann, wie sieht's aus? Löschangriff kann gleich beginnen. Ich brauche nur mal eine Person, die sich eine Axt nimmt und das Gebäude hier stürmt. Sagen wir es mal so. Gut, da wird fleißig angefangen zu löschen. Ich würde gerne Wasserversorgung für die DLK noch aufbauen. Die DLK ist mittlerweile angeschlossen, die kann jetzt löschen. Was gibt's? So. Dann machen wir hier weiter. In Ordnung. Machen wir hier weiter. Ja. In Ordnung. Verteiler mal hierhin, falls das andere Gebäude noch anfängt zu brennen. Wasserversorgung aufbauen. Das läuft soweit. Hier wird fleißig gelöscht. Da wird jetzt eine Wasserversorgung für die DLK hergestellt. Gut, das Feuer ist schon aus. Das andere Gebäude hier brennt jetzt. So wie es aussieht. Das kriegen wir aber hoffentlich auch schnell aus. Alles klar. Ich bin ganz guter Dinge. Ja, ist gelöscht. Also geht es tatsächlich jetzt nur noch darum, die Leute hier rauszuholen. So, gebrochenes Bein. Sofort. Gebrochenes Bein. Ja. Rundumbeleuchtung sollten wir auch mal anmachen. So. Gut, das läuft. Das läuft. Da ist der Notarzt auch angekommen. Bin bereit. Kein Problem. Die Johanniter. Höre. Jawohl. So, dann können wir den auch gleich wegschicken. Ja. Dann sind wir auch fertig mit dem Einsatz. Wird erledigt. Ja, hier haben wir schön schnell reagiert. Ja, alles klar. Höre. Das hat gut funktioniert tatsächlich. Kein Problem. Was gibt's? Kein Problem. Ich habe vergessen, ich muss ja noch Leute aus dem Gebäude rausholen. In Ordnung. Bin bereit. Hilfst du mir? Der will mir nicht helfen. Erwarte Befehle. Die wollen mir bestimmt auch nicht helfen. Okay. Wie sieht's hier aus? Hier sind zwei Leute drin. Kann mir da jemand helfen, die Leute rausholen? Wäre sehr nett. Das gibt's doch nicht. Ja. Ist da niemand mehr drinne? Ah, ist niemand mehr drinne. Das ist natürlich auch gut. Habe ich nicht irgendwo Polizei gehabt? Hier hatte ich Polizei gehabt. Dabei. Ich glaube, die müssen nur noch die Tür zumachen. Tatsächlich, wird ja. Erledigt. Hier ist eine verletzte Person. Rettungswagen haben wir hier, Notarzt haben wir hier. Nehmen wir einfach den. Schicken wir gerade mal hier vorne hin. Okay. Der leitende Notarzt kann weg, brauchen wir nicht. Rettungswagen kann weg, kann weg. So, kann wieder weg. Bin bereit. Kann auch wieder weg. Kann auch einpacken. Einpacken, einpacken, einpacken. Das SIG brauchen wir auch nicht. Was gibt's? Wird erledigt. Ja? Jawohl. Was gibt's?
Ja, aber ich hätte gedacht, das wird jetzt ein bisschen schlimmer, der Brand. Versorgt und abtransportiert werden. Alkoholintoxikation. Weiß ich nicht, ob wir da den Notarzt brauchen, das kann gut sein. Meinst du, Alkoholvergiftung, das kann schon böse nach hinten losgehen? Ich mache aber gerade mal den Einsatzstopp rein. Wir arbeiten jetzt noch die Einsätze ab, weil ich spiele dann schon wieder fast 40 Minuten. Ich wollte eigentlich gar nicht so lang. Beziehungsweise eine halbe Stunde, ja, aber viel länger eigentlich nicht. Und jetzt irgendwie doch schon wieder so spät geworden. Naja. Ich glaube, ich nehme aber dann gleich noch eine Folge auf. Ich habe gerade voll Bock auf Emergency. Es läuft gerade so gut. Rettungswagen, da ist er. Was geht's? Verstanden. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Mods zu Emergency 4 sehen wollt, also dem Vorgängerteil. Da gibt's auch ganz wunderbare Modifikationen. Der gute Nick hat mich da so ein bisschen auf den aktuellen Stand mal gebracht, was es da für schöne Sachen gibt. Bin ich nicht davon abgeneigt. Ich habe auch Emergency 4, zwar noch als DVD-Version quasi, muss ich da mein DVD-Laufwerk am Computer anschließen. Aber es macht ja nichts. Ist ja egal. Ja, deswegen, ich bin da eigentlich gar nicht so abgeneigt. Werde mir wahrscheinlich dann die Tage mal was angucken. Ihr könnt mir trotzdem mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Emergency 4 Mods sehen wollt oder nicht. Würde mich mal interessieren. So. Da wird fleißig behandelt. Da ist fertig behandeln. Hier ist auch fertig behandeln. Wie ist denn der da hingekommen? Wie ist denn das passiert? Bin bereit. Was gibt's? Hat der überhaupt Heckwarner? Hat er gar nicht, aber der Schalter ist da. Erwarte Befehle. Ui, es donnert noch. Es regnet zwar gerade nicht mehr, aber es donnert noch. Verstanden. Ja, jawohl. Was haben wir hier? Platzwunden an Körper und Kopf. Okay. Braucht man da den Notarzt? Ist gerade die andere Sache. Ist gerade die andere Frage. Ich glaube ja nicht. Wir haben auch noch die Polizei hier. Die müssen wir mal wegschicken. Ja, in Ordnung. Und wir haben hier noch ein Feuerwehrfahrzeug. Bin bereit. Genau, die habe ich nicht mal aufbauen lassen. Wir waren so schnell unterwegs gerade. Ich glaube ja nicht, dass wir jetzt den Notarzt da brauchen bei Platzwunden. Ja, brauchen wir nicht. Höre, sofort. So, da brennen mittlerweile 3 Mülltonnen. Alles klar. Gleich bestimmt nochmal riesen Hüttenbrand, aber ich weiß nicht, ob der Schnellangriff so lang, weit nach hinten reicht. Ich habe extra weiter weggeparkt, dass falls es anfängt richtig zu brennen, dass ich nicht mit meinem Fahrzeug mitten in der Kacke stehe und dann Probleme kriege. Deswegen habe ich extra so geparkt. Die haben ja eigentlich den Schnellangriff, beziehungsweise nicht den Schnellangriff, hier den Verteiler schnell aufgebaut. Gucken, ob es klappt. Die Hütte brennt, habe ich mir doch gedacht. Da hätte jetzt auch der Schnellangriff nicht mehr viel gemacht. Da waren schon 3 Mülltonnen am Brennen. Das hätte keinen Unterschied mehr gemacht jetzt. Da brauche ich mir keinen Vorwurf machen. Ich hätte vielleicht ein bisschen schneller hier noch danach gucken können, aber es ist heute so vieles so gut gelaufen, da kann auch mal eine Sache schief laufen, oder? Das ist dann gar kein Thema. So, aber vielleicht kriegen wir... Oh, das andere Häuschen brennt jetzt auch. Vielleicht kriegen wir das einigermaßen schnell in den Griff. Ich bin noch guter Dinge. So ganz dolle brennt's noch nicht. Erwarte Befehle. Jawohl. Jawohl. Ich jetzt versuche so ein bisschen die Eindämmung zu oder die Brandausbreitung zu stoppen. Wir können auch hier den Schnellangriff noch ausrüsten. Er ist nämlich noch frei. Will gerade eigentlich nur die Brandausbreitung ein bisschen eindämmen, bis die anderen Kollegen da sind. So, jetzt können wir die Gebäude ein bisschen löschen. Theoretisch der mit dem Schnellangriff, der kann jetzt gleich mal hier das eine Gebäude kühlen. Genau, dann kann sich das Gebäude schon mal nicht entzünden. Und da kommt auch schon die Verstärkung angefahren. Die Freiwillige Feuerwehr ist schon wieder hier. Die Arme, ich schicke die ganze Zeit hin und her. Ja.
Kein Problem. So, ja, das haben wir fast schon mit dem einen Fahrzeug unter Kontrolle. Erwarte Befehl. Zu Befehl. Das wird nicht so dramatisch werden. Ist in Arbeit. Bin bereit. Solange sie es da hinten nicht hin ausbreitet, ist alles gut. Okay. Das eine Gebäude haben wir schon abgelöscht, die Hecke ist schon abgelöscht, das eine und letzte Gebäude haben wir auch. Bevor die wahrscheinlich aufgebaut haben, sind wir schon fertig hier. Was geht's? Jawohl. Haben wir noch irgendwo einen Hydrant? Ganz hier hinten, ich glaube, das reicht nicht. Sofort. Das ist zu weit weg, oder? Ah, es rennen aber welche. Vielleicht passt. So, Rest ist abgehakt. Jetzt brennen die Mülltonnen schon wieder. Ja, warum nicht? Okay, Gebäude sind gelöscht, die Mülltonnen brennen nur noch. Wir sind fertig. Bin bereit. Bevor sie richtig kein aufgebaut Problem. Haben. Na gut, bin bereit. Dann könnt ihr alle zusammenpacken. Der ELW kann auch wieder bin weg. Bereit. Dann sind wir tatsächlich durch. Dann haben wir alles geschafft. Alkoholvergiftung ist auch auf dem Weg ins Krankenhaus. Fährt gerade irgendeinen Umweg wieder. Fährt vielleicht in ein anderes Krankenhaus, keine Ahnung. Wir sind aber durch. Wir haben es geschafft. Alles soweit eigentlich gut gelaufen. Wir hatten stressige Einsätze dabei, die eigentlich auch recht gut verlaufen sind. Also, oh, hier steht auch noch ein Fahrzeug rum. War erfolgreich bis jetzt. Aber gut, ich beende jetzt die Folge und starte dann gleich die nächste Folge. Mal gucken, ob die dann auch so erfolgreich wird. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Gerne natürlich auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen und mega unterstützen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Tommy. Tschüss.